Autofahrer, die auf Rad- oder Gehwegen parken und die keine Rettungsgasse bilden, sollen künftig deutlich höhere Bußgelder zahlen müssen. Radfahrer sollen besser geschützt werden. Das sieht der Entwurf für die neue Straßenverkehrsordnung vor. Höheres Bußgeld für Falschparker. Für Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie für das Halten auf Schutzstreifen werden künftig 100 Euro Bußgeld fällig. Bislang sind es 15 bis 30 Euro. Rettungsgassensünder werden härter bestraft. Fahrer, die keine Rettungsgasse bilden, sollen bis zu 320 Euro Bußgeld zahlen. Dazu kämen ein Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg. Auch Autofahrer, die durch eine Rettungsgasse fahren, sollen bestraft werden. Mehr Sicherheit für Rad- und Rollerfahrer. Radfahrer und E-Tretrollerfahrer dürfen von Autos innerorts nur noch mit mindestens 1,5 Metern Abstand überholt werden. Ein neues Verkehrsschild kann Autos das Überholen von zwei Rädern ganz verbieten. Radfahrer sollen an Ampeln einen eigenen Abbiegepfeil bekommen. Vorfahrt für Fahrgemeinschaften. Fahrgemeinschaften sollen in Städten künftig Busspuren befahren dürfen. Dafür soll ein neues Verkehrszeichen geschaffen werden.